der Fahrt in das Tal ist uns aufgefallen, dass hier in der Region weit und breit eigentlich gar kein Kaffee angebaut wird. Wir sind dann durch ein dichtes Waldstück gefahren, das in einer Lichtung geendet ist. Und in dieser Lichtung hat Marco seine Finca. Kaffeeanbau hat in Marcos Familie Tradition und das möchte er auf alle Fälle weitermachen, auch im Tal des Nebels. In der Region ist es so kalt und neblig, dass Marco nicht mal Schattenbäume benötigt. Und seine kleine Finca wirkt in dieser kargen Gegend wirklich wie so eine, ja, wie eine kleine Oase. Ganz wichtige Faktoren, warum Marco überhaupt noch hier Kaffee anbauen kann, ist, dass er eben eine Lichtung im Wald hat, diese kesselartige Form des Lots und der Winkel zur Sonne. Wir sind jetzt hier bei Marco Rojas auf der Farm. Das ist in der Mikroregion Los Angeles, das ist in der größeren Umgebung von San Ramon ist. Er ist einer der wenigen Kaffeebauern, um genau zu sein, einer von zwei, die noch in dieser Gegend überhaupt Kaffee anbauen. Es ist relativ kalt hier. Normalerweise ist es hier auch relativ neblig und es ist sehr schwierig, Kaffee anzubauen. Kaffee wird hier im Tal des Nebels beim grauen Klima angebaut, ist aber geschmacklich in der Tasse schön weich, cremig, mittelkräftig, hat Noten von Himbeer, Schokolade und Nougat. Also es lohnt sich unbedingt, den Kaffee zu probieren.